Der Außenseiter führt mit 2:1. Macht das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag. Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt. Das ist ja riesig. 1:0 für Bestenbergs Kreuz. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Hallo Wolf, es fühlt sich richtig großartig an hier am Mikrofon. Ich bin voller Erwartungen für dieses spannende Spiel. Das ist die Aufstellung für heute. Was meinst du, Hans Küpper? Ja, ich glaube, dass beide Mannschaften taktisch und auch körperlich richtig gut drauf sind. Was sie am Ende vielleicht brauchen, das ist das Quäntchen Glück. Das Spiel ist angepfiffen. Es fehlt ihnen einfach an Präzision im Zusammenspiel. Das könnte die Chance sein. Aus der zweiten Reihe. Der Ball ist weg, die Abwehr steht. Sie versuchen es über die Flanke. Und es gibt Abstoß. Ja, da gibt es vielleicht die Chance zu flanken. Da ist die Chance zu flanken. Keine schlechte Einwurfposition. Könnte man ruhig mal die lange Variante probieren. Flanke kommt nicht durch. Es bieten sich diverse Optionen für ein schnelles Spiel nach vorne. Pass unterbrochen. Abgefangen. Druckvolles Angriffsspiel und so gibt es jetzt den Einwurf. Pass zurück. Versuch's mit einer Reingabe. Gute Parade. Der Torwart steht hier gut und er entschärft zum gefährlichen Ball. Er geht hoch zum Kopfball. Was für eine Rettungsaktion. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Tor. Er versucht mit der Flanke, aber kein Vorbeikommen am Gegenspieler. Ein weiter Befreiungsschlag. Pierre Aubameyang. Der Ball ist durch, die nächste gute Chance. Jetzt probiert es. Ein super Tor. Und es steht 1:0. Der Abschluss war eigentlich, na, ich möchte mal sagen, suboptimal. Er legt den Ball nicht in die Ecke, der Ball geht in die Mitte des Tores, aber er geht ins Tor und das ist das Wichtigste. Versucht weiterzukommen. Über die Gegner hinweg. Dazwischen gegangen. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Viele Chancen hatten sie nicht, aber zumindest eine haben sie
genutzt. Da war der Stürmer richtig abgebrüht. Hoffen wir, dass im zweiten Durchgang ein bisschen mehr passiert. Sie liegen weiter hinten. Ob sich das Blatt heute noch wendet? Ball nach außen. Keine Gefahr mehr. Mats Hummels. Marcel Schmelzer. Er holt sich den Ball. Jetzt könnte er den langen Ball probieren. Befreiungsschlag. Klar, Einwurf. Da öffnet sich eine gute Gelegenheit, um mal schnell nach vorne zu spielen. Da schnappt er sich den Ball. Der ist völlig frei. Der passt ihn rein. Sicher gehalten. Aubameyang. Den hat er. Den will er machen. Sollte kein Tor werden diesmal. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch verdattelt. Das muss Freistoß geben. Er könnte von hier aus direkt probieren. Faust vor und weg damit. Noch 15 Minuten zu gehen. Pierre Aubameyang. Da ist er draußen. Sensationell dazwischen gegangen. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt hier spannend. Der Ball ist im Haus. Einwurf. Warum auch immer, sobald sie zum Abschluss kommen müssen, fehlt ihnen der Mut. Weit nach vorne gegeben. Den klaut er sich. Da flankt er den Ball. Kein Durchkommen für die Flanke. Und damit sind die 90 Minuten vorbei. Die Spieler sehen erleichtert aus. Dieses 1:0 läuft wohl unter der Kategorie Arbeitssieg. Das könnte die Chance sein. Aus der zweiten Reihe. Der Ball ist weg, die Abwehr steht. Sie versuchen es über die Flanke. Und es gibt Abstoß. Ja, da gibt es vielleicht die Chance zu flanken. Da ist die Chance zu flanken. Keine schlechte Einwurfposition. Könnte man ruhig mal die lange Variante probieren. Flanke kommt nicht durch. Es bieten sich diverse Optionen für ein schnelles Spiel nach vorne.
Pass unterbrochen. Abgefangen. Druckvolles Angriffsspiel und so gibt es jetzt den Einwurf. Pass zurück. Versuch's mit einer Hereingabe. Gute Parade. Der Torwart steht hier gut und er entschärft zum gefährlichen Ball. Er geht hoch zum Kopfball. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Viele Chancen hatten sie nicht, aber zumindest eine haben sie genutzt. Da war der Stürmer richtig abgebrüht. Hoffen wir, dass im zweiten Durchgang ein bisschen mehr passiert. Sie liegen weiter hinten. Ob sich das Blatt heute noch wendet? Ball nach außen. Keine Gefahr mehr. Mats Hummels. Marcel Schmelzer. Er holt sich den Ball. Jetzt könnte er den langen Ball probieren. Befreiungsschlag. Und was das heißt, ist klar, Einwurf. Da öffnet sich eine gute Gelegenheit, um mal schnell nach vorne zu spielen. Da schnappt er sich den Ball. Der ist völlig frei. Der Außenseiter führt mit 2:2. Was das Klasse! Mann, ist das für Pokalschlag. Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Sensation ist perfekt. Das ist ja riesig. 1:0 für Bestenbergs Kreuz. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Hallo Wolf, es fühlt sich richtig großartig an hier am Mikrofon. Ich bin voller Erwartungen für dieses spannende Spiel. Das ist die Aufstellung für heute. Was meinst du, Hansi Küpper? Ich glaube, dass beide Mannschaften taktisch und auch körperlich richtig gut drauf sind. Was sie am Ende vielleicht brauchen, das ist das Quäntchen Glück. Das Spiel ist angepfiffen. Es fehlt ihnen einfach an Präzision im Zusammenspiel. Was für eine Rettungsaktion! Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Direkt vors Tor! Er versucht es mit einer Flanke, aber kein Vorbeikommen am Gegenspieler. Ein weiter Befreiungsschlag. Pierre Aubameyang. Der Ball ist durch, die nächste gute Chance. Jetzt probiert es. Ein super Tor. Und es steht 1:0. Der Abschluss war eigentlich, na, ich möchte mal sagen, suboptimal. Er legt den Ball nicht in die Ecke, der Ball geht in die Mitte des Tores, aber er geht ins Tor und das ist das Wichtigste. Go!
versucht weiterzukommen. Über die Gegner hinweg. Dazwischen gegangen. Er passt ihn rein. Sicher gehalten. Pierre Aubameyang. Den hat er. Den will er machen. Sollte kein Tor werden diesmal. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdattelt. Das muss Freistoß geben. Er könnte es von hier aus direkt probieren. Faust vor und weg damit. Noch 15 Minuten zu gehen. Pierre Aubameyang. Da ist er draußen. Sensationell dazwischen gegangen. Sie wollen das nächste Tor. Das